So, hallihallo, hallöchen und recht herzlich willkommen zurück zum Szenario Eingeschneit. Willkommen, interne Zerschnee wird so schnell nicht aufhören, also werden die Einheiten verdoppelt, bevor es in die Berge geht. Mit recht herzlich willkommen nochmal zurück zum Train Sim World 4. Wir sind heute unterwegs mal wieder auf der Semmeringbahn und werden heute ein Szenario fahren. Das hatte ich in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteasert, dass wir das heute machen werden. Wir müssen jetzt schauen, dass wir erstmal relativ zügig loskommen, ne? Wenn man sich allzu viel Zeit und die wir haben, sollten wir nicht verschwenden. Zug ansonsten kennt ihr ja auch schon von einer anderen Strecke, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir hier eine kleine Runde fahren dürfen. Genau, Türen sollten wir erstmal aufmachen auf der Seite. Dann machen wir einmal zack, zack, BZB Siefer. Ich mache mal ganz kurz den mega schnell fix Aufrüstmodus. Langsame Scheibenwischer und vielleicht ein bisschen Zugbeleuchtung, damit unsere Fahrgäste. Ja, guck mal, ne, die sollen es ja auch fein und schön und muckelig haben. Direkt schon wieder schließen hier. Ne, das meinte ich nämlich, ne? Wir haben gar nicht so viel Zeit. Müssen eigentlich basically direkt los. Und da werden wir hoffentlich nachher so ein bisschen mehr Zeit haben, noch ein bisschen quatschen zu können. So. Ist nämlich ganz schön schneeges Wetter. Ich meine, da kann man natürlich eine schöne Geschichte draus spinnen, dass wir sagen, hey, Verspätung aus voriger Fahrt und so, ne? Sorgt alles dafür, dass wir ein klein wenig später loskommen. Ich mache hier mal ein bisschen dunkler, weil es dann doch ein wenig dämmert. So, schönen guten Tag, Kollege. Ich mache mal ganz kurz hier, ne? Abblenden eigentlich, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Gut. Ja, kriegen wir, denke ich, mal hin. Und damit fahren wir jetzt hier eine kleine Runde auf der... Vielleicht ein bisschen langsamer, der Scheibenwischer, ne? Das sollte eigentlich... Jetzt auf langsam aus. Das ist langsam. Okay. Ja, gut, das ist ja für langsam, denke ich mal, in Ordnung. Immer gewöhnt man sich dran, sieht das nicht mehr. Wir sind unterwegs auf der Semmeringbahn und fahren heute mit dem Talent hier mal eine kleine Runde. Beziehungsweise, wie ihr in der Videolänge seht, eine etwas längere Runde. Wir starten auch gar nicht in Wiener Neustadt, sondern ein bisschen Mitte der Strecke und haben dafür, ne, durch das Szenario eben so ein paar kleine, coole Aufgaben, wie zum Beispiel eine zweite Einheit anhängen und noch ein paar andere Sachen. Genau, das ist, denke ich mal, das, was uns heute erwarten wird, nebst natürlich ein wenig Schneechaos. Das Szenario wurde auch vom Spiel selbst als relativ herausfordernd eingestuft. Ja, von daher bin ich mal gespannt, was uns hier heute erwartet. Sicherlich ein paar spannende Szenen, ansonsten fahren wir auch über den Semmeringpass hier heute im Schnee. Ist, denke ich, auch was, was das Ganze doch ein kleines bisschen cool macht. Natürlich die Sicht jetzt nicht allzu Premium, aber gut, was will ich jetzt auch bei stärkerem Schneefall erwarten? Da sieht man eben nicht allzu viel. So, unser nächster halt dann auch direkt schon Potschach, der Ausstieg hier in Fahrtrichtung rechts. Genauso mit dem Schnee müssen wir noch schauen, wie zügig wir da rein können. Also auch von wegen, ne? Wir sliden oder nicht. Das wird sich, denke ich, jetzt im Laufe der Fahrt irgendwie zeigen. Ich stecke mal zu, war, glaube ich, auch gerade ganz gut losgekommen hier. So, das waren turbulente erste Minuten hier tatsächlich, ne? Da kann ich jetzt nicht leugnen. Da hat das Spiel tatsächlich, ne, so zu Beginn und doch einen kleinen Stressmoment eingebaut. Ja gut, aber das, denke ich immer, wird durch die Videolänge wieder ein klein wenig entschleunigt. So, jetzt sind 3 Minuten drin und direkt schon wieder die Panik. Und direkt Verspätung, ne? So hätten schon direkt los müssen. Also, ich glaube, ihr versteht, warum ich der Meinung war, dass ich am Anfang so direkt reinstarte. Gut, das ist ja, glaube ich, auch generell gerade irgendwie so der Trend auf YouTube. Nicht erstmal so eine schöne, gemütliche Anmoderation, sondern so dieses, hey Leute, wir sind heute hier im Blablabla und werden das. Und da muss auch noch alles 100-mal cutten. Dass dann auch ja die Leute irgendwie aufmerksam dabei bleiben. Das hier wird bei mir nicht, aber ja, aus betrieblichen Gründen natürlich eine relativ zügige Weiterfahrt, die wir jetzt hier einmal vornehmen werden. So, an der nächsten Station, wie auch schon gelesen, werden wir jetzt hier um eine weitere Einheit verstärkt. Das heißt 2x40-24 hier auf der Strecke. Gut, das geht jetzt uhrzeittechnisch langsam, aber sicher in Richtung Feierabendverkehr. Natürlich noch nicht vollständig, aber wenn man den hier ganz gut verstärken kann, dann ist das noch eine fantastische Möglichkeit, das einmal zu tun. Und ich denke mal, das ist für das Szenario auch irgendwie eine ganz coole Sache.
dass wir das mal mitmachen. Genau, eines von eben, ich glaube, 5 mitgelieferten Szenarien, die eben über den Fahrplanmodus rausgehen. Ansonsten könnt ihr natürlich aber auch mit dem Fahrzeug hier über die gesamte Strecke jagen und dann nehmen wir euren Nahverkehr. Bedienen, das ist jetzt hier nur diese Teilstrecke. Und trotzdem sind wir unterwegs. Das heißt, da ist doch, denke ich mal, ein kleines bisschen Action und sowas mit dabei. So. Genau, alles schön eingeschneit hier. Nur noch rechts mit dem Bagger. Ich finde, das gibt auch immer so schöne Lichtstimmung. Also wenn es ein bisschen weniger neblig ist und man noch ein bisschen diesen leicht dämmernden Himmel sieht, muss ich sagen, finde ich es auch immer echt mega hübsch hier im Spiel. Aber ich denke mal, das steht dem jetzt in nichts nach. Das ist auch trotzdem irgendwie eine absolut schöne Geschichte. So, wir müssen auf Höchstgeschwindigkeit bleiben. V-Max von 140 haben wir ja tatsächlich. Schneller dürfen wir nicht. Auch wenn die Strecke jetzt 160 hergeben würde, ist das jetzt nichts, was wir dürfen. Sondern wir begnügen uns mit 140. Ich denke mal, für den meisten Teil der Strecke dürfte das auch ausreichen. Das ist ja selten jetzt hier auf Maximalgeschwindigkeit. So, Tag, Kollege. So, auch direkt schon wieder einen Halt erwarten hier mit drin. So, da wollen wir langsam mehr Geschwindigkeit verlieren und dann schauen wir einfach mal, was denn passiert. Das dürfte jetzt dann gleich unser Bahnhof sein, wo wir einen zweiten Zugteil kriegen. Ich gehe auch mal davon aus, ich meine, das Spiel, ich meine, kriegst du es wahrscheinlich nicht wirklich hin, dass die zweite Einheit bei dir hinten dran fährt. Das heißt, ich gehe mir davon aus, dass sie auf dem Gleis steht und wir jetzt irgendwie rangieren müssen und das auch der Grund ist, warum wir jetzt hier genau einmal einen Halt erwarten haben, deswegen aber stehen bleiben dürfen. Das mit dem fehlenden 500 Hertz-Magneten ist mir immer noch so ein bisschen suspekt, ne? Das nimmt so die letzte kleine Sicherheit, aber das wird schon alles irgendwie stimmen. So, wobei das natürlich auch durchaus den Betrieb verzögert, also ist es jetzt ja nicht. Gut, du musst halt abwägen, ist das jetzt schneller daran zu rangieren, eine gemütliche Geschwindigkeit, oder sagst du halt jetzt, hey, das ist irgendwie schneller, weiß ich nicht, einen zweiten Wagen dran zu hängen. Das muss natürlich ein bisschen abwägen. So, ich werde jetzt schon ein bisschen näher rangefahren, aber ich denke mal, das ist in Ordnung. So, jetzt kriegen wir, denke ich, mal eine Meldung. Dafür sollten wir das Ding aktivieren. Genau, ein weiterer 4-Wagen-Zugverband wartet auf Sie in der Glocknitz. Kuppel Sie an und setzen Sie Ihre Reise fort. Das werden wir tun. Dafür müssen wir erstmal unseren netten Kollegen Fahrdienstleiter anrufen, weil wir haben dann natürlich, genau, noch keine Fahrt. So, zack, zack, blum, blum. Ja, ja, Befehl 14 geschrieben. Ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt hier kein zusätzliches Freizeichen am Signal. Fragt mich jetzt nicht, wie das Ding heißt. Ich habe es versucht, das ist gekonnt zu überspielen. Keine Ahnung, wie das Zusatzding heißt, wenn er da weiß leuchtet, dass er weiß, dass du da drüber fahren darfst. So, für uns heißt das, wir haben einmal hier Befehl 40 und einmal drüber hier. So, heißt dann schön mit Aufsicht einmal ran an den Zugverband. Ja, schneller fahren dürfen wir dann jetzt auch natürlich nicht. So, gut. Glocknitz also. So, seid ihr Fahrgäste. Wir erreichen in Kürze Glocknitzer Ausstieg hier. Voraussichtlich in Fahrtrichtung links müsste ich jetzt hier eigentlich anhalten, weil das Signal hier sagt, darf ich nicht. Ah, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich schon. Egal. So, ihr Fahrgäste, bitte beachten Sie, unser Zugteil wird hier um einen weiteren Zugteil verstärkt. Wir kommen erst am Bahnsteig einmal kurz zum Halten. Wir werden dann in den zweiten Zugteil ranfahren und erst dann die Türen öffnen. Bitte seien Sie soweit geduldig und warten Sie die paar Sekunden, bis wir vollständig an den ersten Zugteil rangefahren sind. Bis dahin werden sich die Türen nicht öffnen. Wir bitten um Beachtung. Machen Sie es gut. Tschüss. Keine Ahnung. So, können wir schon mal direkt unser Fernlicht mal ausmachen einmal. So. Genau. Ausstieg links. Da werden wir ja einmal wahrscheinlich, oder? Nee, hier steht noch kein Zugteil. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich immer da vorne dran. Ja gut, dann ist halt wie in Mühlacker oder so, wenn sie den RB 17 A und C... Keine Ahnung, gibt ja ein paar Stellen, wo du so ein Kram hier machst.
Gibt ja auch tatsächlich wirklich Regionen, wo das noch häufiger vorkommt. Auch wenn ich das jetzt, ich sag mal, mitten auf der Strecke schon wild finde. Also teilweise kenne ich das halt eher von... Dann kommt das dann halt so aus der Abstellung oder so. Oder wird das halt irgendwie dort dann die der Zug quasi zusammengestückelt. Aber wenn das jetzt so ist... So. Genau, einfach mal vorsichtig ranrangieren hier. Ich gehe mal davon aus, dass es mit dem Halt zwischendurch eine gute Idee war. Wunderbar, top. Gut, dann einmal abrüsten den Kollegen. Scheibenwischer einmal aus. Was dürfen wir noch machen? Ach, Tünde dürfen wir schon entriegeln, genau. Jetzt dürfen sie aussteigen, liebe Leute. BZB-Siefer, Instrumentenbeleuchtung, Richtungsschalter, dann dürfen wir einmal den Hebelo mitnehmen. Was dürfen wir noch machen? Ah, die Signale aus. So, den Schlüssel einmal mitnehmen und dann, okay, heißt das einmal ab auf den anderen Zugteil. Gut, wahrscheinlich auch eher zügig als langsam. Das Szenario stresst einen schon ganz schön, ne? Das ist nicht so gemütlich, oh ja, da zweiter Zugteil, ne? Sondern, so, sprint noch mal ein bisschen. Ich würde aber jetzt ganz gerne hier einsteigen, ne? Nochmal kurz auf Toilette, ach nee, da vorne tatsächlich. Ich dachte, wir sind schon vorbeigelaufen. So, habt ihr nochmal den Zug hier einmal gesehen. So, Toilette hier. Nach Semmering fahren wir heute, Wunderbärchen. So, das ist unsere Aufgabe, denke ich mal, hier uns einmal auf den... Fahrersitz zu setzen für die Aufrüstsachen. So, Schlüsselchen, sagst du. Den Hebel wieder dran, zack. Zugspitzensignale. Ach, Türen direkt schon wieder verriegeln. Okay, krass. Nicht schlecht. Schauen wir mal raus hier ganz kurz. Das haben wir doch hocheffizient hier gelöst. Guck mal einer an hier. Ich wäre richtig... Da bin ich richtig begeistert. Dann kann ich mir den Kollegen dann nochmal ein bisschen leiser stellen hier. So. Wunderbar. Das ging ja. Das ging ja. Zügig wie ein Zug. Na gut, ich hätte mir da nicht befreien sollen, weil ich weiß ja nicht, ob da vorne eine Ausfahrt ist, ne? Oder ich jetzt irgendwo sehen können, ob wir da Ausfahrt haben. Ausfahrt. Okay, sehr gut. So, liebe Leute, dann wünsche ich euch nochmal recht herzlich willkommen hier. Bundesregionalzugs nach Semmering wünscht eine angenehme Reise. Unser nächster Halt, dann Schlögelmühl. Jetzt hier auch mit zwei Zugteilen. Ja, erweiterter Komfort, mehr Platz, das ist doch klasse. So, und ich glaube, ab jetzt würde ich auch mal ein bisschen auf den gediegenen Modus umschalten. Also von, müssen wir jetzt mega schnell unser Zug formieren und so. Denke ich mal, jetzt haben wir für 2 Kilometer noch 3,5 Minuten. Das klingt irgendwie absolut machbar, selbst wenn wir da 70 fahren, denke ich mal. Ist das eine absolut machbare Angelegenheit. Sonst bin ich auch gespannt, wie sich jetzt hier die Geschwindigkeit hält mit dem Triebfahrzeug. So, wenn das steht, was mit 90. Ich dürfte natürlich ganz kurz schneller, um mal beim Stressen zu bleiben. Ach, guck mal. Da sind wir letztes Mal wieder hergekommen. Wir fahren auch die Gegenrichtung. Das war mir jetzt wichtig, dass wir nicht exakt dieselbe Richtung fahren, sondern einmal entgegen. So, unser nächster Halt in 1,1 Kilometern. Sehr gut. Ich hoffe mal, wir werden auch durch etwaige Haltepunkttafeln darauf hingewiesen. Also die gab es da an der einen oder anderen Stelle. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt einfach genauso ist. Jetzt haben wir noch keine gesehen. Bin ich early. Kann ich auch sein, dass ich mich das eine oder andere mal ein bisschen verschätze. Ach, guck mal, hier haben wir eine Haltepunkttafel. Sehr gut. Weil wir halt natürlich durch die Kurven, die wir fahren, relativ wenig Luftlinie zurücklegen. Das Spiel immer noch Luftlinie zählt. So. Ach, wir haben sogar ein Einfahrsignal hier. Klonk. Den Busch einmal gerammt hier da rechts. So, ich hatte... bei weitem nicht so früh langsamer werden müssen. Ich denke aber mal, das wird es
hier tatsächlich mal zufälligerweise ein bisschen die Möglichkeit haben, auch so gemütlich zu fahren, genau. Das sieht gut aus. So, liebe Leute, wir erreichen Schlögelmühle aus der Gernfahrt Richtung rechts. So, erstmal ein bisschen hier frische, kühle Winterluft hier einmal rein. So, na, jetzt haben wir Zeit. Na, wahrscheinlich hätte ich das alles auch ein bisschen weniger hektisch machen können. Hätte ich jetzt nicht 2 Minuten hier am Bahnsteig gewartet, aber so mega früh dran sind wir ja auch nicht dafür, dass ich mal einfach so ein Hektik gemacht habe, ne? Wusste ich auch nicht, wie das hier ausgeht. Ich meine, das ist jetzt auch meine erste Durchführung hier vom Szenario. Von daher, gut, jetzt können wir uns mal um den Rest kümmern. Jetzt haben wir noch knapp 2 Minuten. Sieht eher nach betrieblichem Fahrplan aus mit 30 Abfahrt, ne? Also wenn ich jetzt den Fahrgastfahrplan sehe, dann dürfen wir wahrscheinlich schon direkt um 14:55 los und nicht erst um 30 Sekunden später. Die klassischen hier da, zweite Klasse, ÖBB. Sitze hier, wahrscheinlich auch nicht nur hier verbaut. Bewahren Sie Ruhe, genau, das ist wichtig. Guck mal, ist ja richtig gemütlich. Ich lasse mich jetzt kutschieren, ne? Ich steige jetzt hier. Okay, ich muss wahrscheinlich gleich selber weiterfahren. Ich darf gleich selber weiterfahren, so. Achso, ich kann hier bestimmt auch ein paar von diesen ja, Collectibles hier. Das können wir da cooles machen. Erste Hilfepunkt. Guck mal, haben wir noch was Schönes hier. Jetzt habe ich mir so lange Zeit. Eine Minute haben wir noch. Innenraum. Was hier mit den Spannendes? The Train Times. The Sunday Train Watching. Okay. Sieht ja sich nach österreichischen Bahnhöfen aus, ne? Gut, da habe ich jetzt nichts weiteres gefunden. Könnt ihr natürlich auf den anderen Bahnsteig noch schauen. Ich hätte aber eher gesagt, wir sollten uns unserer eigentlichen Aufgabe widmen. Und das ist ja fun. Ne? Also einmal rein hier, zack. Genug erkundet. So, einmal raus damit. Die Türen zufahren. Ich will, die laufen auch nicht mehr rein. Ne? Ich brauche jetzt auch nicht warten auf irgendwen. So, Türen sind zu. Dann haben wir jetzt gleich Abfahrt. 697, 28, 29 und 30. Guck mal. Wunderbar im Plan. Das ist auch klasse. So, wir haben 4 Kilometer. Gut, das ist ein bisschen. Wir dürfen fahren. 70 davon, 80. Gut. So, haben wir einen großen Schluck Wasser hier nehmen. Ach komm, wir sehen sogar jetzt auf unserem Display rechts auch unsere beiden Triebfahrzeuge. Sehr schön, ne? Ich bin mal gespannt, ob wir die nachher wieder auseinandernehmen müssen und was wir sonst noch alles hier tun müssen, weil ich sag mal, für die paar Meter werden wir jetzt wahrscheinlich nicht so lange unterwegs sein, wie wir hier unterwegs sind. Also da muss nochmal irgendwas passieren, dass wir jetzt hier die Zeit voll kriegen. Ich habe mir jetzt auch echt hier auch mal gemütlich eingerichtet und dann haben wir jetzt hier ganz gemütlich die Route fahren. Ich meine, für mich jetzt auch hier irgendwie ganz cool. Ich hab gedacht, bevor ich das jetzt alleine mache, nehme ich euch einfach mal mit. Und wir fahren hier die Route einfach gemeinsam. So, jetzt hat euch echt das Haltepunkt-Häfelchen irgendwie nicht übersehen. Wobei, also je nach Sicht, kriegst du auch aus 70 oder 80. Das kriege ich mein jetzt vielleicht auch noch irgendwie verbremst im Zweifel. Ne? Also vielleicht nicht ganz so mega sauber, aber bei dem Wetter, Ah, das kriegst du im Zweifel vielleicht verbremst. So, da vorne haben wir gleich 80. Die sollten wir wahrscheinlich nutzen. Wobei wir ziemlich viel Puffer haben. Wobei, das sind 3 Kilometer Luftlinie, ne? Ich darf das nicht unterschätzen. Heißt ja nicht, dass wir wirklich nur 3 Kilometer fahren, sondern das ist ja wirklich so, ob ich hier von 80, wenn wir mit einem vorbei sind. Zu hier den Lachs mal genug gelüftet. Akustisch gleich ein bisschen leiser, ne? Hörst, man hört den Zug nicht. Ja, wie willst du den Zug auch großartig hören? Willst du hier das BZB-Tröten noch ein bisschen lauter? Können wir machen. So. Sehr schön. Bin mal gespannt. Natürlich werden wir auch den einen oder anderen Tunnel auch sehen. Klar, die Strecke haben wir schon mal in die Gegenrichtung uns natürlich angeschaut. Das letzte Mal. Wer das Video nicht gesehen hat, das kann ich natürlich am Ende in der Endcard verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Quote ist, ne? Oh. Okay. Gut.
Okay. Okay, dann halt nicht. Dann lass mich das halt nicht bestätigen, dass ich es gesehen habe. Gut, 60 halt aber gleich da vorne. Ist das hier in Österreich nicht mit der PZB irgendwie? Naja, Gott, ich hinterfrag das jetzt mal nicht. So, liebe Leute, Peuerbach erreichen auf Bahnsteig 2, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ach, warte mal, ist immer noch volle Fahrt, aber die Ankündigung ist... Okay. Ich bin lost, muss ich echt sagen. Weißt du, Ankündigung auf die Ankündigung? Ja, wahrscheinlich nicht. Wir sind schon 60. Wenn wir eine Weiche fahren gleich. Naja. Gehen wir mal ein bisschen langsam. Ich denke, wir haben ja auch noch ein bisschen extra Gratiszeit. So, da links steht ein Günni abgestellt. Okay, wir fahren da rechts über die Weiche. Okay, gut, dann passt das ja tatsächlich. Damit würden wir jetzt natürlich eventuell im Fernverkehr, der uns überholen wollen würde, Vorfahrt geben. Scheinbar nicht notwendig. Genau, der Ausstieg hier schön in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt mal rausbefreien. Auch wenn ich nicht weiß, ob man das hier wegen fehlendem 500-Hertz-Magnet irgendwie irgendwann anders macht, aber im Endeffekt kann einem das Ding ja dann auch nicht um die Ohren fliegen oder so, ne? So, wenn wir ein bisschen mehr Zug haben, dürfen wir auch direkt schon ans Ende durchfahren und die Fahrgäste sind trotzdem zumindest teilweise unterm Dach. Wir haben auch wunderbar hier mal angehalten. Wunderbärchen. So, mal raus mit euch. Wir haben eine Minute mal wieder. Okay. Ich hoffe, dass wir zeitlich gar nicht so schlecht dran sind, wie ich gedacht habe. Na gut, am Anfang war es natürlich... Ist alles im zweiten Wagen, können hier unterm Dach aussteigen. Ja gut, das ist natürlich, wenn dann Extremwetter ist. Bei so schlimmem Extremwetter sieht es auch gar nicht aus. Das ist aber ein schöner, schöner Schneefall, den wir da haben. Das ist jetzt ja kein mega Unwetter oder so, wie wir es jetzt... Die Tage ist auch nicht so mega Unwetter, aber ich habe schon mitbekommen, dass die eine oder andere Strecke die Tage hier auch bei uns gesperrt wurde durch den Wind und Regen so ein bisschen gemischt. So, ich nehme einfach mal die Uhr da vorne rechts auf dem Bildschirm. Das ist gleich eins nach. Heißt, in dem Fahrplan, den die Passagiere bekommen, dürfte jetzt ja am Abfahrt stehen. Trieblichtern 30 nach. So, räumen wir zu hier die Hütte. So, wenn keiner mehr mit möchte, das klingt doch gut. Kannst einmal ready machen, gleich mal loszufahren. 26, 27, 28, 29 und 30. Guck mal. So läuft das doch ja klasse mit den Fahrzeiten. Gut, Klammschott Wien auf Bahnsteig 2 und gleich 70. Was? Wie viel Zeit haben wir dafür? Ach, deswegen, okay. Ja, nee, ich verstehe die Problematik. Ich verstehe das mit den 10 Minuten. Bin vollkommen d'accord damit. Das ist alles okay. So 70 haben wir gesagt, ne? Gut. Keine 60, keine 80, sondern 70. Ja, was brauche ich denn da 10 Minuten für 3 Kilometer? Herzlich willkommen bei. Wir fahren da vielleicht ein paar Schleifen. Gut. So, das hätte ich ein bisschen weniger. Hier ist szenisch und hübsch, wie jetzt irgendwie letztes Mal. Die Sonne so ein bisschen fehlt, aber ich finde, das hat so ein bisschen seinen eigenen Flair auch auf jeden Fall. Ist trotzdem irgendwie eine coole Angelegenheit, finde ich. Oh, der mit dem Schneeflocken, ne? Gut, davon sind wir jetzt aktuell mit dem Wetter, glaube ich, ein bisschen weiter entfernt. Das soll nicht heißen, dass das nicht trotzdem irgendwie eine schöne Sache ist, die man im Simulator hier auch mal machen kann.
Auch spannend, ne? Man bringt so im Frühling, gut, Frühsommer würde ich jetzt nicht sagen, aber im Frühling eine Strecke raus und einfach zack, Schnee, let's go. Aber klar, ne? Das spielt man ja auch nicht nur jetzt direkt nach Release, sondern ist ja auch was, was man noch länger fährt. Und dass man jetzt hier natürlich irgendwie sich überlegt, gut, Schnee, Berge, macht schon irgendwo Sinn, das irgendwie zu kombinieren. Ja, das sehe ich exakt genauso. So, 70 wollen wir natürlich trotzdem irgendwie fahren. So. Fantastisch. Nur ist auch hier wieder wahrscheinlich das Problem, dass wir irgendwie gucken müssen, dass wir da halbwegs die Geschwindigkeit halten, aber genau da haben wir ein bisschen was zu tun. Und währenddessen machen wir irgendwie gefühlt, weil wir Haltepunkte. Warum halten wir denn da nicht? Ich hätte da gerne gehalten, muss ich sagen. Ich bin Regionalzug, ich möchte gerne halten. Wie kriegen wir denn dann unsere... Also, ich verstehe nicht, wie wir unsere angekündigte Länge voll kriegen. Aber gut, das werde ich wahrscheinlich noch sehen. Ich hätte jetzt hier gerne angehalten, muss ich sagen. Gut, im Sommer ist schon ein bisschen hübscher als jetzt hier im Winter, aber... Achtung, Durchfahrt. Gibt wahrscheinlich jetzt auch verschiedene Züge. Ich habe gar keine Ahnung, was fahren wir denn überhaupt? S-Bahn oder ich... Boah, ich kenne mir mit Zuggattungen in Österreich aber auch echt zu wenig aus, um jetzt zu sagen, oh ja, sind jetzt irgendwie ein... Weiß ich nicht, S-Bahn, REX, also Regionalexpress gibt es ja trotzdem irgendwie... Also für den D-Zug halt war auch noch zu oft. Weiß ich nicht. Gibt es auch R einfach als Zuggattung? Das ist in der Schweiz relativ häufig. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich dachte jetzt echt, ich fahre jetzt hier einen Zugdienst, wo wir jedes Mal überall halten. Aber scheint es nicht der Fall zu sein. Ein bisschen schade, aber gut. Ich glaube, ich werde es überleben, ne? So, ein Tunnel. Das fahren wir dann den großen Schlenker einmal rum. So, schön, schön, schön. Ich bin mal gespannt, weil es ist ja ingame noch ein bisschen dämmert, ne? Also wenn wir jetzt echt die Zeit auch wirklich unterwegs sind, dann werden wir ja wahrscheinlich irgendwie gegen Ende auch noch ein bisschen... Noch ein bisschen dämmeriger werden. Ah, ist schon cool, ne? So, auch da haben wir jetzt direkt Fahrt. Ich habe auch überlegt, ja, vielleicht müssen wir irgendwie an einem eingleisigen Abschnitt anhalten. Aber ne, es ist ja hier durchgängig zweigleisig ausgebaut. Von daher wird das auch irgendwie jetzt kein Nadelöhr oder so sein. Schön, schön. So, von der nächsten halt, wo wir durchfahren. Ach, Tag, Kollege. Das ist bloß einer, ne? Ja. Ich muss aber echt sagen, ich habe dieses Viadukt, das da auf dem, ne? Auf dem Vorschaubildchen drauf ist, ist so... irgendwie bekannt sein, soll auch echt noch nicht gesehen. Ne? Also das ist über eins sind wir bestimmt schon drüber gefahren, aber hab ich jetzt auch noch nicht gesehen. So, hier fahren wir auch durch. Vorsicht bitte, Achtung, Durchfahrt. Ist doch kein Bahnhof, oder? Ach doch, hier Tatsache. Hätte es auch eines der Punkte sein können, wo es irgendwie früher mal einen Bahnhof gab und wo dann irgendwie das einfach mal aufgegeben wurde. Aber schade, guck mal in der Gegend. Ich hätte auch schön auf das Nebengleis fahren können. Schade, schade. Voll in die Nebelsuppe, ne? Wie mitten ins Nichts.
So, und auch da Fahrt. Schön, schön. Das ist aber echt fast. Also, ne, schon ein bisschen davon entfernt, aber. Ich meine, passt ja schon irgendwie ganz gut bezwungen, ne? Mal gespannt, was wir in Semmering dann tun. Mit unseren Zugteilen, ja, ja. Also erstmal vielleicht nicht so stark unter der Maximalgeschwindigkeit fahren. Das wäre mal ein Anfang, genau. So, schön, schön, schön. Das nächste Viadukttunnel. Naja, was. Irgend sowas wird es ja sein hier, ne? So, Luftlinie haben wir uns kein bisschen bewegt. Wir dürfen aber 70 fahren hier. Haha. Kann es sein, dass ich die immer übersehe? Oder ist das. Wahrscheinlich habt ihr in der letzten Folge auch schon irgendwie drunter geschrieben, aber. Die hier habe ich jetzt leider direkt im Anschluss aufgenommen. Das heißt, ich konnte jetzt keinerlei Learnings aus der ersten Folge ziehen. Ich wollte jetzt einfach mal hier für den Release-Tag heute auch gleich nochmal ein Video haben. Wenn die Strecke dann, ja, meistens immer auf PC irgendwie gegen Abend so 18 Uhr plus minus irgendwie wahrscheinlich rauskommt, dann. Habt ihr bis dahin noch mal ein bisschen was zu gucken? Das war jetzt so meine Idee dahinter. Ja, puh. Deswegen, falls das da irgendwie jetzt was ist, was ich beim letzten Mal falsch gemacht habe, jetzt schon wieder falsch mache oder falsch ausgesprochen habe, kann natürlich auch irgendwie sein. Gut, sogar ziemlich wahrscheinlich, dass ich was falsch ausgesprochen habe, dann habt ihr nicht nur das Vergnügen, das in einer Folge zu haben, sondern guck mal, ihr habt das sogar in beiden Folgen. Ist das nicht klasse? Ist doch einfach ein grandioses Feature hier, ne? So, nicht trödeln. Gut, wir wissen ja immer erst an der nächsten Station wieder, ob wir irgendwie halbwegs, ne, ob das halbwegs ordentlich war, was wir da gemacht haben. Oder ob wir noch mehr Zeit rausgeballert haben. Keine Ahnung. Das wird sich erst zeigen. So, die Karte sagt, soweit ist es ja nicht mehr. Ich glaube, wir haben uns tatsächlich ziemlich gut geschlagen. Ja, guck mal, Tatsache, ich habe das Tiefchen, dass es bald soweit ist. Und fahrzeugtechnisch haben wir noch einiges an Zeit. Das heißt aber auch für uns, dass wir schön Gelegenheit haben werden, da wir haben ein paar Sachen vielleicht anzubringen, ein bisschen was zu erkunden, ein paar von diesen Collectibles uns zu suchen. Ganz schön Abstand hier, ne? Also dafür, dass wir hier so lang kraucheln. Das ist ziemlich ordentlicher Abstand hier. So, spawn der Bahnsteig in der Mitte, exakt. So, liebe Fahrgäste, wir erreichen Klammschott Wien auf Gleis 2, der Ausstieg hier in Fahrtrichtung links. So, wir brauchen nicht mehr den Bahnsteig wechseln, um hier eben eine Erkundungstour zu machen, sondern wir können direkt von hier starten. Das ist doch klasse. So, also, um alle Collectibles aufzusuchen. Ich denke mal, wir würden hier. Kommen wir nicht raus? Ja, klar. Ne? Ist ja. Ja, Entschuldigung, ich bin ja schon weg. So, wir fahren weiter in 2 Minuten. Gott. Kann ich einfach ein bisschen gemütlicher fahren. Das wäre ja auch nicht verkehrt. So, hier haben wir was zum Dranpacken, ne? Ein Erste-Hilfe-Koffer, eine Karte. Ach, schau mal. Wieder eine neue Stadt, schauen wir hier. Für oben eine Linie. Kann man dann schon umsteigen hier. Dann einmal nach da unten. Und wir sind hier auf der roten Linie.
Ternitz, also hier in der kurz vorher, ne? Grocknitz haben wir den zweiten Wagen angekuppelt und wir stehen jetzt in Klamm-Schottwien hier. Heißt, wir haben hier nicht gehalten, wir haben da nicht gehalten, da haben wir gehalten. Ja. Ja, dann halten wir noch jetzt hier in Breitenstein. Hier. Im Semmering, dann ist er zumindest schon mal das hier da, ne? Dann wären noch zwei Zwischenhalte bis zum Ende der Strecke, die wir wahrscheinlich nicht machen. Gut, die Frage ist natürlich, was wir dann tun. Also geschildert haben wir hier nur einmal die Station zwischendrin. So, ich renne mal noch ein bisschen hier hin. Dann auch die restlichen Collectibles, falls es welche gibt. Ein bisschen im Dauerlauf hier lang. Gucken wir jetzt noch ein Schildchen. Zack. Und das war es auch. Gut, so ein kleiner Bahnsteigsprint. Dann einmal zurück hier. Das ist ein bisschen was an Zug, ne? Vierteilig. Was wird das sein? Also 70 Meter plus minus jedes Mal geschätzt. 70, 80. Grobe Richtung. Wird wahrscheinlich nicht falsch liegen beim vierteiligen Triebzug. So, geht. Zu damit. Rein mit uns. So, was sagt hier der Blick nach draußen? Das sieht gut aus. Keiner mehr da. Hast du den Scheibenwischer ausgemacht? Kollege? Boah, das ist ein Scheibenwischer. Ist der jetzt kaputt? War ein Problem. Scheinwischer ist kaputt. Gut, wenn ich das Licht ausmache, ist wahrscheinlich. Merkt man das, was. Ist jetzt der Scheibenwischer kaputt? Wahrscheinlich müssen wir den Führerschein neu starten. Ne? Das ist auch oft so der Klassiker dann. Das ist doch schon belastend jetzt. Der Scheibenwischer ausgefallen. Dach Kollege, ich hoffe, bei dir funktioniert der Scheibenwischer. Immerhin gingen die anderen Steuerelemente noch, ne? Oh, es ist dunkel. Hoffen wir, dass wir ganz, ganz zügig hier rauskommen. Das ärgert mich jetzt aber ein bisschen, muss ich sagen. Ja, das ist doch belastend. Wenn wir bloß bis Semmering fahren, dann sollte es ja eigentlich egal sein, ne? Dann müssen wir eh gleich. Ja, der Führerschein aus nochmal an. Wenn wir rechtzeitig da sind, würde ich das tun. Hauptschalter aus. Ja, mal irgendwelche Dinge tun, ne? Und dann mal gucken. Wir hätten aber nicht aussteigen dürfen, ne? Ja. Ich bin immerhin froh, dass der Rest noch funktioniert, ne? Hätte ich jetzt, dass da gar nichts mehr läuft, ich hab da wirklich ein serious Problem hier. Gar keine Steuerung mehr, da wäre ich mega lost. Gut, dann fahren wir so ein bisschen so. Vielleicht müssen wir wegen einer technischen Störung am Zug dann einmal irgendwie den zweiten Wagen hier irgendwo stehen lassen oder so. Keine Ahnung. Ich würde so die erste mit dem Fahrdienstleiter telefonieren oder so. Das Ding ist, wahrscheinlich dürfte man jetzt so auch gar nicht unbedingt fahren, wobei doch, also die Sicht ist jetzt ja, also angenommen es ist jetzt Kuhnacht, ne, ich habe jetzt kein Fernlicht, sondern so nach Signalen kann ich ja trotzdem fahren, ne, das schreckt mich ja eigentlich nicht großartig ein. Und wenn ich überlege, was es da so im letzten Jahrhundert teilweise für Funzeln vorne gab als Zugspitzensignale, da hast du wirklich ja nichts gesehen, sondern ging ja wirklich nur darum, dass du, ne, halt irgendwie dich selber ankündigst und gesehen wirst und so mehr war da ja nicht, ne? Und nach Signal fahren kann ich ja trotzdem, ne? Das ist ja eigentlich kein großes Problem. Oder ich habe mir wieder was verdattelt. Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach komplett lost bin und das eigentlich alles wunderbar funktioniert. Und ich mal wieder irgendwas falsch bedient habe. Würde mich jetzt auch nicht wundern, aber ich glaube, ich würde doch mal den Führerstand aus und nochmal anmachen. Ja, das hilft doch immer, ne?
Ansonsten sind wir auch eigentlich gleich an unserem letzten Bahnhof. Die Frage ist halt auch, was danach passiert. Aber ich sag mal, fast egal, was ist. Also außer der Leerfahrt hier weiter an das Ende der Karte, werde ich mich in jedem Fall in meinen anderen Führerstand befinden. Also ich jetzt eben Wagen wieder abkoppeln und keine Ahnung. Ja, koppeln, nicht kuppeln. Ja, das heißt aber kuppeln. Ja. Dann sitze ich ja eh woanders drin. Dann ist das ja gar kein Problem. Nee, der Scheibenwischer ist echt kaputt. Das ist belastend. Ich glaube, ohne Fernlicht sind wir da halt von der Sicht her ein bisschen besser dran. Weil das Ganze nicht noch so irgendwie seltsam... Ah, hier links mit denen. Stimmt, da konntest du mal rausschauen. Dann siehst du halt ja nichts, ne? Ich möchte hier im Tunnel wenigstens Fernlicht anmachen. Es bringt halt... Naja. Gut, man sieht ein bisschen was, ne? Das geht ja trotzdem. So, nächster. Achso, wir sind schon da. Ja, sind aber jetzt nicht wirklich so früh. Ich will es trotzdem vielleicht mal ausprobieren. Außen wieder einschalten, aber sonst. Ja, sonst können wir halt nichts machen. So. So, liebe Fahrgäste, unser nächster Halt, Breitenstein. Der Ausstieg hier in Fahrtrichtung rechts. Vermute ich mal. Ob sie mich in der Mitte im Bahnsteig haben, hätte ich einfach im Durchfahrtsgleis halten können. So, ich sehe leider nichts aus, genau. Ja, man sieht wirklich besser so. So, dann werden wir den Kollegen hier einmal nochmal neu aufrüsten. Und wenn wir halt ein paar Sekündchen später dran sind, dann... Ist das eben so? Ich meine, ich sehe da vorne nur so einen Wulst aus Grün und Rot und Weiß und keine Ahnung, was wie wo für mich ist. Ich kann es ja schon nicht verkehrt, wenn ich was sehe, ne? Das ist, glaube ich, ist nicht verkehrt. So. Okay, wir müssen eigentlich direkt schon wieder los. Ich, ist mir jetzt egal. Also, Richtungswender, Führerstand aus. Nicht entkuppeln. So, aus. An. Ne, der Scheinwischer ist kaputt. Ha. Nö. Den haben wir erfolgreich geschrottet. Naja, gut. Zum Fenster kann man noch schauen. Fahren einfach so. Das ist unser digitaler Spiegel, den wir an der Seite befestigt haben. Oh, bitte lass den in den anderen Zugteilen funktionieren. Das wäre ziemlich belastend. Na gut, aber kannst da nichts machen. Ne? Das ist jetzt halt einfach eine technische Störung am Zug. Scheint es aber eher ein Fehler zu sein, als ein gewolltes Element im Szenario, sonst käme wahrscheinlich schon eine Meldung mit, wie du gesehen hast, ist dein Scheibenwischer kaputt, deswegen werden wir jetzt dieses Fahrzeug in Semmering stehen lassen, sondern das sieht wirklich eher nach einem technischen Ding aus, deswegen hoffe ich halt umso mehr,
Es ist laut. Ich bin hier drin. Deswegen hoffe ich halt umso mehr, dass wir da einfach umherkommen, ne? Das hat mit dem Wechsel vom Führerschein getan, ne? Sonst ist da, glaube ich, ein Problemchen, wa? Eine Scheibenwischer-Vorwahl. Keine Ahnung. Naja, gut. Jetzt fahren wir ja... Okay, wir fahren noch ein paar Serpentine. Wir fahren eigentlich ziemlich straight drauf zu. Gut, müssen wir so machen. Und uns einfach ein kleines bisschen überraschen lassen. Aber hat ja auch mal ein bisschen was von der Strecke. Also so... Können wir sich zutrauen, weil ich weiß ja nicht, wie schnell wir fahren. Das wäre schon ganz relevant. Boah, wenn das halt echt Geschwindigkeit sind, ich überlege, fährst du jetzt hier mit 60 km/h lange. Das ist schon ziemlich gemütlich, aber gut. In der Schweiz ist es teilweise auch nicht anders, oder als hier irgendwo auf einer Nebenstrecke. Das sind halt einfach diese Altbaustrecken... Diese Pässe, wo man halt einfach, ne? Ist einfach ein bisschen gemütlicher. Das ist einfach dort so. So, die 50 Leute jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen die etwas... stärkeren Kurven ein, die wir dann noch haben. So, aber liebe Fahrgäste, wir erreichen schon in wenigen Minuten Semmering auf Bahnsteig 3. Bitte warten Sie, unsere Fahrt endet. Hier wird alle Fahrgäste auszusteigen. Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Reise mit dem DB. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssi und so. So. Die Akustik. Dann draußen noch ein wenig. So. Sie ist halt ja nichts, ne? Ja, gut, das ist jetzt halt so. Gut, da vorne ist es aber auch schon. Und dann schauen wir mal, was wir denn da so haben, machen, tun und so. Gucken wir mal, gucken wir mal. Eigentlich ist es doch voll die Experience hier. Nehmen wir so eine Rangierlok irgendwie, Kopf aus dem Fenster und dann fahren. So, eigentlich was ganz Cooles hier, so. Ich muss das einfach als Feature verkaufen. So, Haltepunkt-Täfelchen. Wir haben direkt auch Ausfahrt, okay. Bin mal gespannt. Und sollten wir gleich Ausfahrt haben? Weil das da vorne gar nicht unser Halt ist, sondern die 1,3 Kilometer, ich will wieder nur baiten. Aha. Weil es dich da nämlich noch gibt, du Baitstation. Muss ich nämlich gar nicht anhalten. Dann wird er aber Knäppchen hier mit der Fahrzeit. Ha. Ich habe immer, wenn man noch Zusatzsachen tun muss, wie irgendwie Zug entkuppeln oder so. Dann wird das wild. So, genau, da vorne. Okay, man kann sagen. Da haben wir nämlich auch Halt. Ja, das macht ja gar keinen Sinn, dass wir da einfach durch Semmering durchrauschen könnten. Wir brauchen doch gar keine Fahrtrichtung. Irgendwas mit M. Südele. Können wir nochmal hier durch den Tunnel durch. Und erreichen wir gleich unseren Ziel- und Endbahnhof. Nö. Das Ding ist Schrott.
Jo, schönen guten Tag, hier ist, keine Ahnung, warum immer ich bin, 43024, hab hier einen defekten Scheibenwischer und hier das führende Triebfahrzeug müssen wir mal bitte in die Werkstatt. Da kann ich jetzt hier schauen, was das für eins ist. Dann müssen wir die Kollegen hier aber mal dringendst in die Werkstatt schicken. So, 300 Meter. Gut, da haben wir noch einen Zug hier stehen. Der sieht aber ein bisschen geparkt aus, muss ich sagen, ne? Es ist ja passiert. Wir haben 500 Hertz. Warum? Okay, wild. Krass. Es gibt doch 500 Hertz Magnete in Österreich. So, Gleis 3 ist also das hier. Ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier tun müssen, ne? So, da läuft noch ein Kompressor, wie sie es anhört. So ist ein süßes kleines Hütchen da rechts. Knuffig. So, lass mich einmal aussteigen. Oh je, sieht so aus, als würde Zuggenießer nicht weiter von den Fahrgästen gebeten, aus dem liegen gebliebenen Zug auszusteigen. Ja, genau, weil wir nämlich kaputt sind. So sieht es nämlich aus. Wechseln Sie den Führerschein, machen Sie sich bereit für die Rückfahrt. So, das werden wir tun. Ja, in Hoffnung, dass da vielleicht was funktioniert. Dann machen wir das hier aus, das da aus, Scheibenwischer aus. Also, der nicht funktionierende Scheibenwischer. So, dann L-Hebelo hier, zack. Ja, zu Schlussleucht muss ich jetzt hier einstellen. Na gut, macht ja Sinn, ne? Hecklichter. Und den Schlüssel nehmen wir mal mit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal den Zug hier einmal bereit für die Rückfahrt. So. Zack. Was? Was mit Reichen? Okay. So, ich spreche mit David. Okay, hallo David. Ah, irgendwas mit Reichen. Gut. David. Hi. Du. Oh, wer seid ihr hier? Konspirative Ecke hier, ne? Hi. David Meyerhofer, Jonas scheint im Schnee genauso viel Glück zu haben wie ich. Bring mir die Fahrgäste so gut, die es geht. Das ist doch kein Plan. Okay, ja, das hört sich nach einem Plan an. Jonas. Und David ist so ein Witzball. Danke, dass Sie meine Fahrgäste mitnehmen. Ich muss mein Papierkram erledigen. Du siehst nicht aus wie mit der Pferd. Na ja, gut, okay, ich fahre sowieso. Was anderes hätte ich auch gar nicht erwartet. So, ich hätte aber gerne, dass meine Scheibenwischer funktioniert. Was mache ich da? Ja, nicht. Sonst bleibe ich hier stehen, spreche nochmal mit euch. Und dann ist aber hier. Ist aber die Party am Partyen hier. So. Der Scheibenwischer funktioniert. Guck mal. Schau mal einer an. So ein Feature hier. Das ist ja klasse. Das freut mich so zu spitzen. Ja, so einstellen. Mal direkt fertig hier reinballern, wobei macht euch gar nicht so viel Sinn, ne? So, zack. Wir sind direkt schon wieder los, sagt ihr. Haben noch nicht das, wir haben noch nicht das, wir haben noch nicht das. So, erstmal rausschauen. So, super, gut, Abfahrt. Das ist eine Kurzwende hier gewesen. Wild. Oh, nicht so schnell. So, liebe Fahrgäste, ein recht herzliches Willkommen hier wieder im funktionierenden Zugteil auf unserem Weg nach irgendwas mit Reichen. Noch ein bisschen, ob es damit zu tun hat. Wir wünschen dir eine angenehme Fahrt, unser nächster Halt dann gleich bereit in Stein. Mal wieder nicht unser Halt Zwischenhalt, ne? Ich habe das Gefühl, wir fahren hier ein paar Mal durch, aber gut, das wird wohl stimmen. David und Jonas. Okay, ich habe die Namen wieder verwechselt, kann die auch sein. Werden wir sehen.
So, mal ganz gemütlich hier drüber. Stimmt, das ist jetzt ja wieder, ne? Ich habe die ganze Zeit beschleunigt. Jetzt werde ich wieder bergab fahren. Das heißt, ich werde irgendwie auf der Bremse stehen. Auch gut zu wissen. Wie Fahrgäste sich genügend darüber informiert ist, wenn ich weiterfahren? Oh, liebe Fahrgäste, wie Sie mitbekommen haben, haben wir die Fahrtrichtung gewechselt, falls Sie noch aus dem Gegenrichtung sitzen geblieben sind und hoffen, dass wir weiterfahren. Werden Sie jetzt wohl gemerkt haben, dass dies nicht der Fall ist. Wir fahren wieder zurück zu den Reichen, weil es die einzigen sind, die, keine Ahnung, das Recht haben, hier Zug zu fahren. Nee, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir nicht halt Breitenstein. Und wir halten wieder nicht hier. Was ich irgendwie schade finde. Ich würde gerne hier halten. Du kannst einfach da halten, ja. Das ist eigentlich korrekt. Eigentlich könnte ich hier einfach anhalten, aber das kannst du ja nicht machen. Ich bin so froh, dass der Scheinwischer funktioniert hier. Ich kann mal Intervall ausprobieren. Ach, guck mal, das ist ein richtiger Luxus hier. Kann ja sogar mich aussuchen, was ich hier gerne hätte. Ich bin richtig impressed tatsächlich. Und ich kann mal hier wieder mein Ding sehr wenig leiser stellen. So, viel angenehmer. Ich traue mich gar nicht, den Tunnel den Scheinwischer auszumachen. Das ist einfach durchlaufen, ne? Ja, Fahrzeugstörung halt eine ganz klassische, ne? Bräuchten wir natürlich für die Rückfahrt auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug dann wieder. Ich glaube, so ist das nicht unbedingt verkehrstüchtig. Dass ich damit jetzt überhaupt zwei Stationen gefahren bin, war wahrscheinlich so, naja, mittelmäßig in Ordnung. Mir bin jetzt auch nicht ganz sicher, ob das so sollte, aber hey, Jonas und David haben gesagt, das ist okay. Ich habe die nicht explizit gefragt, aber die haben gesagt, die soll zurückfahren. Und das habe ich gemacht, ne? Gut, das funktioniert jetzt auch. Ich glaube, ich hätte mich aber geweigert, wenn der Scheibenwischer auch nicht funktioniert hätte. So. Jetzt habe ich die Folge mit dem Scheibenwischer. So. Haha. Ich habe ihn schon ausgeschaltet, weil ich nicht will, dass meine Scheibenwischblätter über eine trockene Scheibe wischen und deswegen der Scheibenwischer nicht mehr funktioniert. So, wir dürfen immer nur 50 und wir sind, haben uns wieder weiter entfernt. Fantastisch. Stimmt, das war ja der weitere. Wie habt ihr denn Licht im Fahrgastraum? Wenig, bin mir nicht sicher. Zugbeleuchtung, dann hattet ihr wahrscheinlich nicht. Das tut mir leid. Oh, der Scheibenwischer. Ich werde ihn nie wieder als selbstverständlich ansehen, sondern mich jedes Mal einfach menschlich darüber freuen, dass er funktioniert. Ist doch auch ein positives Erlebnis, ne? Guck mal, das kann man den Scheinwischer ein bisschen wertschätzen. Jetzt imagine, man müsste wie früher irgendwie so händisch mit der Hand da irgendwie, Tag, Kollege. Müsste der händisch mit, ach guck mal, da kommt bestimmt direkt der nächste Zug. Also gut, von Doppeltraktion auf einen Einzelzug, aber da war jetzt nicht viel Zeit zwischen. Also es fand ich ziemlich dichte Zugfolge tatsächlich. Ja, beschwert euch mal nicht so, ne? Warum jetzt eine Kurzwende gemacht haben, dann muss ja also der, müssen wir einen anderen Zug ja quasi übernommen haben, der jetzt auch nicht von dort aus hergekommen ist. Ah, ganz wilde Sache. Ich habe aber nicht verstanden, warum wir jetzt mit den beiden Kollegen da gesprochen haben, ehrlich gesagt. Das hat sich mir nicht vollständig erschlossen. Also die Storyline hier hinter ist mir so ein bisschen dünn. Kann natürlich sein, dass das durch meine eigenen persönlichen Probleme jetzt mit dem Zug irgendwie überlagert wurde, aber so im Großen und Ganzen, muss ich sagen, konnte ich der Storyline jetzt nicht hundertprozentig folgen. Das ist jetzt ein bisschen suspekt, was hier Andi und Dieter gemeint hatten. Jonas und André, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Andi und Dieter sicher nicht, aber ich habe Jonas war dabei. So, was haben wir denn? Sind wir wieder weiter weg? Ich habe mal noch 1,3 Kilometer. Scheinbar fahren wir zu einem anderen Modus, weil wir jetzt hier nicht mehr mit Fahrzeiten, sondern nur noch mit an einem Ort anhalten und so fahren. Ne? Das ist. Irgendwie hat sich da was geändert. Einmal war es dunkel.
Das ist was, was ich nicht ganz verstanden habe. Warum es jetzt so dunkel geworden ist. Ich meine, es hätte einfach so hell bleiben können wie vorher. Vor allem, weil sich meine Augen eher dran gewöhnen, das Dunkle. Aber ich glaube, ich brauche das nicht nachvollziehen. Ah, Scheibenwischer. So, liebe Leute, auf jeden Fall erreichen wir den Kürze Breitenstein. Der Ausstieg hier für Sie. In Fahrtrichtung rechts, glaube ich. Ich werde nicht mehr aussteigen. Ich werde keine Collectibles mehr sammeln. Das könnt ihr wissen. Ich werde hier brav sitzen bleiben. Bis wir wieder Abfahrt haben. So, richtig erinnert. Hätten aber sogar noch umsteigen können auf Ausstieg links, indem wir das Gleis da ganz auf der Seite genutzt hätten. Wobei, ist das ein Stumpfgleis? Das sieht nicht nach Fahrgastwechsel aus, ne? Das sah so... Wenn das hier 1 ist, dann muss das ja irgendwie 0 sein oder so. Auch kein so ein Streifen. Das scheint nicht für einen Fahrgastwechsel zu sein. Gut. Einfach brav hier vorne sitzen bleiben, ne? Ich mach mal schnell Licht aus, ne? So. So, sorry, Kollege. Ne, fürs... Was ist denn hier für eine Zugfolge auf einmal? Weißt du, ich fahre hier letztes Mal den durchfahrenden Zug und nix ist da. So, dann dürfen wir auch gleich weiter. Gut, hier ist auch schon Z. Ja, würde ich natürlich jetzt gerne hier mega kompetent tun und euch erklären, was das Z da bedeutet, aber ja, das kann ich dann wohl leider nicht. So, und weiter geht's. Klammschott wie nur mehr so lang. Okay, gut. Das heißt, wir fahren hier das gleiche Haltepattern wie vorher. Okay, das ist ein Stumpfgleis. So. Das gleiche Haltepattern wie vorher, nur in die Gegenrichtung. So, Licht. So, super. Ich lasse mir überlegen, ob ich auf Dauerscheibenwischer umsteige, aber so aktuell funktioniert das auch ganz gut. So, jetzt erstmal auf gar keinen Scheibenwischer umsteigen. Kein Tunnel, es ist aber ganz schön laut hier mit dem Fenster. Machen wir mal nicht. So. Wird vor allem auch ganz schön frisch. So, natürlich hier zugestiegenen Fahrgäste wollen wir recht herzlich willkommen heißen hier in unserem Zug. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Unser nächster halt dann Klammschott Wien. Der Ausstieg dann Fahrrichtung links. Habe ich mich dran erinnert, welcher gerade war. Und eine fantastische, nette Begegnung mit meinem Scheibenwischer hatte. Ja. Deswegen. Das dürfte der Mittelbahnsteig sein. Ich glaube, das war's. Ich werde nicht in Klammschott Wien aussteigen, auch wenn wir da jetzt 10 Minuten Pause haben. Ich werde dann hier aussteigen. Ich krieg den nicht mehr aus dem Zug hier raus. Bin hier aber festgewachsen. Ja, außer die Aufgabe sagt irgendwann, ne, du musst ja aussteigen, keine Ahnung was tun, aber... Das werde ich erstmal nicht tun, ne? Ich werde erstmal hier, ich werde hier sitzen bleiben. Lichter wieder mal angehen, ne? Müssen wir mal schauen, was ist jetzt wichtig, was ist da relevant. Das Sieferlicht ist doch durchaus relevant. So, einmal schön Löcher weiter. Dann haben wir aber auch wirklich hier eine mega, ich sag mal, intensiv Fahrt, beziehungsweise so ein Intensiverlebnis. Semmeringpass gemacht. Also zwar beide Richtungen, bei Schnee mit ein paar Halten zwischendrin. Würde ich jetzt durchaus mal als Intensivding bezeichnen.
ja wie eine Textbox überlesen, ne? Also. Ich kann mir nicht erklären, warum jetzt der nächste Zug durchfahren darf und wir nicht. Also, es hieß ja, die Fahrgäste müssen wir auf den nächsten Zug dorthin warten. Kann das ja nicht daran liegen, dass da die Strecke irgendwie gesperrt ist wegen Schnee oder so. Ha. Keine Ahnung, Ablöse vergessen, weiß ich nicht. Oder wir sind einfach eine Dreiviertelstunde zu spät und haben halt eine Kurzwende gemacht. Das kann ja auch sein, aber... Man weiß es nicht, ne? Man wird es auch wohl nie erfahren. Außer man skippt nochmal zurück. Kann ich schlecht machen. Weil früher habe ich mal, glaube ich, in einem Format aufgenommen. Das habe ich, glaube ich, auch echt das eine oder andere Mal genutzt. Da konnte ich, während die Aufnahme noch lief, mir die Datei sogar schon mal anschauen. Also ich habe früher die in diesem MKV aufgenommen. Und das MKV-Format hat halt den Vorteil, du kannst schon auf das ersten Teil vom Video zugreifen, bevor quasi so das Ende geschrieben wurde. Also manche Formate sind eben darauf angewiesen, dass das Ganze so abgeschlossen wird, dass am Ende sowas steht und vielleicht schreibt das am Ende den Header oder sowas. Und das Format kannst du schon, obwohl das noch nicht abgeschlossen ist, die Aufnahme, kannst du diese Videodatei schon anschauen. Zumindest halt ein bisschen den Punkt hin, wo du gerade bist. Aber das ist so ein bisschen, ne, so Streaming-mäßig, was auch den Vorteil hatte, eine Zeit lang auf YouTube, dass wenn du das hochgeladen hast, also stell dir mal vor, du hast jetzt eine, ich sag mal, normale DSL-Leitung, kein mega krasses Glasfaser oder so, sondern ganz normale Internetleitung. Und du willst jetzt was hochladen, was irgendwie, ne, wie dieses Video hier, ich predikte mal knapp anderthalb Stunden oder so geht. Wir müssen nicht halten. Doch, wir müssen halten. So, dann möchtest du jetzt so ein langes Video hochladen. Jetzt muss YouTube das ja verarbeiten. Ne? Also muss irgendwie... Es wird ja nicht direkt so ausgestrahlt, sondern es gibt ja noch ein paar andere Videoqualitätsstufen. Es gibt ja nicht nur hier 1440p, was ich jetzt wieder hochlade, sondern auch noch andere Qualitätsstufen. Und die muss YouTube ja entsprechend verarbeiten. Das heißt, es muss es einmal neu rendern in dem neuen Format. Und das dauert natürlich ein bisschen. Ne? Also wer irgendwie von euch schon mal... Ich kenne das aus meiner YouTube-Anfangszeit, wenn du Videos renderst, also wirklich... Videodatei in ein anderes Format bringst. Du kannst ja allen möglichen Quatsch auf YouTube hochladen, ne? Du willst das in ein anderes Format bringen, das ist schon echt mega rechenintensiv. Also wenn du früher da irgendwie auf den Schnitt kamst, ein Video geht eine Viertelstunde und er rendert eine halbe, warst du schon gut. Also Videolänge mal zwei. Gut, YouTube hatte natürlich ein bisschen mehr Serverinfrastruktur, aber ich sag mal, wir nehmen mit und lernen, wie Codierung dauert und ist aufwendig. So. War es eine Zeit lang mal ziemlich ratsam, die Videos, die man auf YouTube hochgeladen hat, eben in einem Format hochzuladen, wo YouTube schon mal anfangen konnte, das zu verarbeiten, obwohl das noch nicht fertig hochgeladen war. Ja, gut, zum Beispiel dieses MKV-Format. Ein weiterer Vorteil ist halt, wenn das ein Rechner abschmiert oder so, oder OBS abstürzt, auch mal das passieren sollte, dann habe ich trotzdem eine Videodatei, die eben... lesbar ist. So, das ist ja schon durchaus ein Vorteil. Deswegen habe ich das lange Jahre gemacht. Kann man einfach einstellen. Da hat man ein Format, was eben gestreamt werden kann, was man verarbeiten kann, ohne das Ende zu kennen. Ne? Was uns der Default ist, eine Datei muss vollständig vorliegen. Das ist das eigentliche Default. Klar, ergibt jetzt, wenn man jetzt nicht so mega firm ist mit Digitalkram, ergibt das jetzt nicht so mega viel Sinn. Warum soll ich denn, ne, warum sollte ich den ersten Teil vom Video noch nicht anschauen dürfen, wenn ich den Rest nicht habe? Ist halt, je nachdem, so wie der Teil von mal halt aufgebaut ist, ist das aber, ne, wie gesagt, eigentlich eher der Standard, dass man einfach eine Datei muss vollständig vorliegen, um sie anschauen zu können, kommt halt eben aus der klassischen Phase von früher, als halt Computer entwickelt wurden, und da ist es halt so, ich muss was vollständig vorliegen haben, dass ich es mir anschauen kann, weil du hattest davor gar nichts anderes. Ne? Du hattest genau die Datei auf deinem Rechner und hast sie dann vollständig wie einen Arbeitsspeicher geladen und dann angeschaut. So, Ende der Geschichte. Und diese Formate, die das speziell können, wurden dann irgendwie danach entwickelt, weil sie halt, ne, ein paar Vorteile bringen. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ne? Die lange Jahre hat es so auf YouTube hochgeladen. Irgendwann hatte ich mal eine Phase, da hatte ich massivst Probleme. Also da hatte ich auch noch regelmäßiger und vor allem aktuellere Videos gemacht. Ich glaube,
Was war das denn? Irgendein Hamburg-Add-on. Ich glaube, da hatte ich wirklich mega Schmerzen damit. Irgendein Hamburg-Add-on kam raus. Oder kam in 2 Tagen raus. Josh kriegt eine Mail mit: hier, guck mal da, kannst du schon mal erfahren. Mach gerne ein Video dazu. Sehr cool. Kann ich eine Preview aufnehmen. 20 Minuten Video. Sonst immer gewesen, keine Ahnung. Oder nehmen wir mal ein 1/2-Stunden-Video. War in der Regel bei meiner Internetleitung auch in 1/2 Stunde hochgeladen. Grob. Und hat dann nochmal 20 Minuten verarbeitet. Also okay. So, knapp 1 Stunde nach Upload hatte ich dann das Video da. Ist auch nicht schlecht. So. Ich zu der Zeit, das ist schon 1 oder 2 Jahre her oder noch ein bisschen länger wahrscheinlich, wenn es in Hamburg Add-on war. Ich habe also hochgeladen, gewartet. Währenddessen schon mal ein 2. Video aufgenommen. Ne? Für den Folgetag mache ich oft, mache ich jetzt auch genauso. Direkt parallel ein 2. Video aufnehmen. Fangen das dann auch an hochzuladen. Das erste verarbeitet immer noch. Das erste ist noch nicht mehr hochgeladen. Das zweite ist noch nicht mehr hochgeladen und das erste verarbeitet immer noch. Dann ist das zweite auch hochgeladen und ist schon fertig verarbeitet. Das erste noch nicht. Immer noch nicht. Das ist blöd. Dann habe ich das erste nochmal hochgeladen. Also 2 Stunden später lade ich das erste Video dann einfach nochmal hoch. Ne, ihr habt bis zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Video gesehen. Ne? Das ist alles noch privat im YouTube-Account, noch nicht öffentlich sichtbar, weil es ja nicht verarbeitet wurde. Und das dauert dann und dauert dann. Und irgendwann diese Kopie, die ich danach hochgeladen habe, hat dann nach 1 oder 2 Stunden, war die dann verarbeitet. Okay, cool, veröffentliche ich also die. Was auch mal mit dem ersten Video los war. Und zu der Zeit hat sich das dann wirklich mega gehäuft. Ich hatte Videos, die haben Tage, also ungelogen, Tage gebraucht zum Verarbeiten. Nicht 20 Minuten. Nicht 1/2 Stunde. Auch nicht 2, 3 Stunden. Nee. Tage. So. Denke ich mir, das kann nicht sein. Das ist nicht. So ist das nicht. Ne? Das ist nicht normal. So, das ist ein Fehler. Das kann so nicht sein. Ja, naiv wie ich bin, denke ich mir, okay, es gibt so einen YouTube-Support für Creator. Schreibe ich dir mal an. Schilder das. Da kann ja auch in deinen YouTube-Kanal reinschauen und so. Ne? Da kann sich das angucken. Dann sagen die Video-URL. Ja, und es ist halt nun mal leider so, dass du hast also 2-Klassengesellschaft auf YouTube und ich gehöre halt natürlich mit meinem kleinen knuffigen Simulationskanal noch eher zu der unteren. Das heißt, du hast jetzt nicht so einen Premium-Ansprechpartner, sondern naja, du landest halt, wie wenn ich jetzt irgendwo bei meinem, weiß ich nicht, Mobilfunkanbieter anrufe, landest du irgendwo in so einem Chat von jemandem, der Zweifel nie so wie Plan von irgendwas hat und vielleicht sogar noch irgendwie gar nicht deine Sprache spricht, sondern das durch irgendein Übersetzungsprogramm da irgendwie übersetzt wird. Ende von der Geschichte. Ja, das dauert halt einfach ein bisschen, ne? Aktuell ist die Serverlast so hoch und hier und da und bla. Und das kann bis zu 2 Tage dauern. Für ein 20-Minuten-Video. Also ich denke mir, also das kann doch nicht im Sinne von YouTube sein. Wenn jetzt, also die Plattform ist darauf angewiesen, auch dass Creator Zeug halbwegs zeitnah hochladen. Also nicht jeder hat jetzt so wie ich Videos, die kann ich auch 1 oder 2 Tage später bringen. Das ist ja vollkommen egal. Ich kann viele Sachen voraus aufnehmen und ich bin nicht so der aktuelle Videos macht. Leute, die aber zu aktuellen Themen Videos bringen wollen, wie irgendwelche News, andere Sachen, die halt irgendwie einfach, ne, auf einem bestimmten Zeitpunkt oder die eine aufwendigere Postproduktion haben und die Postproduktion vielleicht erst wenige Stunden vor Veröffentlichung fertig ist, du kannst das nicht Tage vorher hochladen. Und dann die Antwort zum, naja, 2 bis 3 Tage ist vollkommen normal. So, es kann auch vorkommen. Es kann nicht im Sinne der Plattform sein, so, aber das ist halt so die sehr, ja, belaste mich nicht mit deinem Problem, lass mich in Ruhe. So, das ist so die Aussage, basically zusammengefasst. Ich habe geärgert, bla. 2, 3 Tage später immer noch nicht verarbeitet. Und zwar nicht nur ein Video, sondern ich hatte das ein paar Mal und habe dann immer schon präventiv die Videos einfach 2, 3 Mal hochgeladen und das, was als erstes halt verarbeitet wurde, habe ich dann halt genommen. Echt dämlich, aber musste ich tun zu der Zeit. Ich habe geschrieben, guck mal, das Video hängt jetzt seit 5 Tagen in der Verarbeitung. Was ist da los?
Ja, das zur Zeit dauert das alles ein bisschen. Da dachte ich mir, halt's Maul, keine Ahnung, ich brauch den Scheiß-Support nicht, geh kacken, ganz ehrlich. Also, ich in dem Moment habe ich meinen sämtlichen Glauben an irgendwas mit, dass da jemand halbwegs kompetent ist, das habe ich komplett verloren. Dachte ich mir, geht, ach komm, ist mir doch egal. Bin selber auf den Grund gegangen, mit Videoformate umprobiert und seitdem habe ich schon angefangen, als MP4 hochzuladen, das eben dieses coole Feature eigentlich nicht hat. Also, YouTube kann nicht schon anfangen, das zu verarbeiten, während das noch hochlädt, sondern das muss vollständig auf dem Server liegen, bevor es angefangen, ne, bevor YouTube anfangen kann, es zu verarbeiten. Und ab da hat das wesentlich schneller funktioniert. Also irgendwas war da, du bist dann in irgendein komisches Rabbit Hole abgetaucht mit den Videos, weil du die so kodiert hast. Bestimmt ein Bug gewesen, in irgendeiner Priorisierung von der Ressourcenauslastung oder so. Aber ich bin noch nicht mehr zurück umgestiegen, muss ich sagen, weil mir das ist so, weil das so viel schneller geht. Jetzt lade ich ein Video hoch, geht, weiß ich, eine Dreiviertelstunde, Stunde, lädt hoch eine halbe Stunde und verarbeitet 15 Minuten. Es ist, weiß ich nicht, es ist ein Witz. Also ich finde es einfach ein Witz, aber hier müssen wir nicht halten. Nee. Aber 70 darf ich gleich, das ist schon mal gut. Ja, Ende von der Geschichte. Josh hat den Glauben an den YouTube-Support irgendwie verloren und nimmt jetzt in normalem MP4 auf. Herzlichen Glückwunsch. Krasses Learning. Nee, was würde ich denn eigentlich erzählen? Also was war ich meine Message? Ich weiß nicht, was meine Message war. Hat mich aber abgefuckt damals. Ja, ist die Message. So, da haben wir gleich 60. Oder bist du wieder dieses, ich zeig dir an, dass gleich 60 ist 60 und warum auch immer da jetzt kein, naja, gut. Weiß ich auch nicht. Immerhin, ich feiere auch 60, so ist es ja nicht. Gut, liebe Leute, wir erreichen Feuerbach, Reichenau. Ich glaube, der Zug endet hier. Es könnte sein, dass sie alle aussteigen müssen. Ich werde sie aber nochmal darüber informieren. Dieser Zug fährt nicht, voraussichtlich nicht weiter in Richtung wieder Neustadt. Bitte achten Sie auf die Lautsprecherdurchsagen vor Ort und auf das Personal. Ich weiß leider zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nichts, außer dass dieser Zug voraussichtlich hier enden wird. Ich weiß auch smarter, wenn die Leute dann drin sitzen bleiben, weil dann kannst du ja im Prinzip die Leute besser informieren. Weiß ich nicht, noch hören. Naja, schauen wir mal. Keine Ahnung, was ich hier fahre, ne? Absolut großem Ungewissen. Mein Dienstplan vorher nicht gelesen. Ich fahre einfach nur. Keine Ahnung, ob ich hier halten muss oder nicht. Weiß ich nicht. Achso, wird gleich rot sein. Ich sollte vielleicht ein bisschen bremsen. Hat hier einen Halt erwarten. Kann auch sein, dass natürlich noch vor dem Bahnsteig ist. Und ich dachte mir so, halte ich ihn wieder am Bahnsteig oder so. Aber kann natürlich sein, dass wir dann noch vor einem etwaigen Bahnsteig sind. Ich kenne die Strecke halt nicht, ne? Keine Ahnung, wo jetzt hier das Hauptsignal ist. PZB sagt, wir sind schon, wir sind mal zwei Drittel gefahren oder so. So, dann sieht mir noch so ein Nebengleis-Dingens hier aus. Es ist ein wildes Schneechaos hier, ne? Geht so auf den YouTube-Servern. Das ist nicht unser Hauptsignal. Ich dachte, wir haben auf der gleichen Höhe auch eins, aber das haben wir scheinbar nicht. Dürfen wir wirklich. Okay, wir vielleicht den Bahnsteig. So, der Ausstieg hier in Fahrtrichtung rechts, liebe Fahrgäste. Dadurch das Fehlen vom 500-Hertz-Magneten irgendwie teilweise, muss ich sagen, kann ich irgendwie schwierig einschätzen, wie weit wir jetzt entfernt sind. Muss ich jetzt hier nochmal. Ja, Tatsache. Die Nummer 1000 Hertz. Gut. So, schauen wir mal, was wird.
So, mal anhalten hier. Machen wir mal auf hier die Hütte. So, direkt kommt gleich eine Meldung, hoffe ich. Genau. Ah, wir sind fertig da. Okay, die Fahrgäste, sie können, keine Ahnung, sitzen bleibe ich mal Feierabend. Ja, ich weiß auch nicht, was jetzt passiert, aber ich darf auf jeden Fall gehen, haben sie mir gesagt. Ihr habt Feierabend, ob hier eine Ablöse kommt, kann ich nicht sagen. Ein bisschen zu spät, ein bisschen zu schnell teilweise, ist egal. Mit war eine schöne Zeit, ihr könnt euch jetzt auch die Strecke heute im Laufe des Tages selber anschauen, die Simmeringbahn. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.